Wir sind schon wieder wach und haben unser Frühstück schon zubereitet bzw. sind gerade dabei. Ja, jetzt wird erstmal gefrühstückt. Dann geht es wieder über den Plauer See wieder zurück Richtung Waren. Da werde ich dann auch noch mal ein paar Drohnenaufnahmen machen, wenn es windstill ist gleich. Ja. Ja? Ja. Und dann machen wir heute einen Tagesausflug nach Malchow. Und heute Abend wollen wir dann eigentlich wieder in Waren sein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Genau, und einen leckeren Kaffee. Die Kaffeemaschine läuft schon. Wir fahren jetzt zurück zum Plauer See. Wir sind jetzt gerade in Plauer am See. Das Wetter ist wieder spitzenmäßig heute. Wir haben auch schon unsere Plätze eingenommen. Genau, ihr habt schon die Plätze eingenommen? Ja. So, wir sind jetzt schon hinter dem Plauer See und fahren jetzt weiter bis Malchow. Da wollen wir dann eine kleine Stadttour machen, einmal durch die Stadt gehen. Ja, und sich dann angucken, wir nehmen euch auch mit, machen ein paar Videos. Ja, und wollen dann heute Abend weiter Richtung Waren, dann dort übernachten. Das ist zumindest der Plan. Ja, und dann wollen wir morgen über die Müritz weiter Richtung Kleinseenplatte. Mal schauen, wie es da so wird. Dann müssen wir auch mal schleusen und ja, freuen wir uns einfach. Ne? Geht's ja gleich weiter. Wir haben uns jetzt hier in Malchow schön an der Stadtpromenade hingesetzt, trinken jetzt ein Aperol. Ja, und werden nachher weiterfahren. Schauen uns jetzt gleich mal die Stadt an und nehmen euch da mal mit. Mal sehen, was Malchow hier so zu bieten hat. Oder? Ja, ich bin ganz gespannt.
Thank you.
Leute. Ja, wir sind jetzt hier im Stadthafen Waren. Haben vorhin noch einen Spaziergang gemacht. Die Sonne ist schon untergegangen. Der Hund schläft schon. Ja, und morgen geht es dann weiter wieder Richtung südliche Müritz. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Guten Morgen. Wir verlassen Waren heute. Super Wetter, wenig Wind. Genau, und jetzt geht es Richtung südliche Müritz. Mal schauen, wo es uns hintreibt heute. Oder Mila? Ist warm. Ja, Waren hat uns gut gefallen, ne? Einzige, dass der Hafen sehr teuer war. Also das sind ja Preise wie in Saint-Tropez hier. Und es gab auch kein WLAN, obwohl das genau angeblich Preis enthalten ist. Genau, richtig. Naja. Wir sind an der Kleinseeplatte angekommen, warten jetzt vor der Schleuse Diemitz. Die erste Schleuse haben wir schon hinter uns gebracht, den Miro. Ja, also hier ist auch total schön, sehr viel Natur. Und ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen heute. Aber ich denke mal, dass wir gleich irgendwie uns noch einen Steg suchen, wo wir festmachen können. Weil die Wartezeit an den Schleusen, die ist schon ordentlich. Also an der ersten Schleuse, da haben wir gestanden, 20 Minuten. Der ersten Schleuse. Ne, länger. Länger, vielleicht. Also 40 Minuten, sowas, dreiviertel Stunde ungefähr. Also es ist schon echt viel los hier heute, an Pfingstmontag. Ja, gut. Und dann schauen wir mal. Sind das bestimmt noch mal 10 Boote vor uns, diese großen. Und die nehmen natürlich auch mal relativ viel Platz weg. Das heißt, man kommt dann selber gar nicht mehr rein und passt vielleicht 4 Boote oder sowas, ja, vielleicht 6 Boote von diesen großen in die Schleuse und dann ist das schon wieder zu. Wie mit unserem 5 Meter Boot, da will man 20 Boote schleusen können. Naja, so, schauen wir mal, wenn es vielleicht noch ein paar Kekse essen und dann gleich weiterfahren. Ne? Mhm. So, wir haben die letzte Schleuse, die uns zu unserem eigentlichen Ziel heute hätte führen sollen, leider verpasst. Denn man darf sich nicht unbedingt an die Zeiten halten, die in diesen Hafenführern oder den dem zum Beispiel ja, angegeben sind. Denn ja, wir sind ja jetzt im Mai hier und da ist quasi noch Vorsaison. Und die Schleusen, die wir jetzt passiert haben, schließen dann alle bereits um 17.45 Uhr. Da sind wir jetzt an der letzten Schleuse gescheitert. Was aber nicht so schlimm ist, denn wir haben hier ein ganz nettes Örtchen zum Ankern gefunden. Genau, Labussee heißt das hier. Wir sind jetzt hier in so einer kleinen Bucht und werden hier heute unsere erste Nacht vor Anker verbringen. Sind wir auch schon ein bisschen gespannt, wie das so klappt. Vor allem mit dem Hund. Müssen wir gleich noch einmal ja, an Land fahren. Da vorne ist eine Steganlage, da werden wir noch mal einmal anhalten. Und werden den Anker hier mal eben, werden dann Fender dran machen, dass er oben schwimmt, dass wir den nicht wieder reinholen müssen. Dann gehen wir kurz mit dem Hund und gleich sind wir wieder hier. Ne? Genau, jetzt macht Marcel noch eben eine Dose Ravioli warm. Genau. Die Kombüse gibt heute nicht mehr her, leider. Ja, wobei wir haben gerade auch schon einen Stramm Max gegessen. Marcel hat 2 Spiegeleier gebraten. Genau. Und Brot haben wir zum Glück auch noch eingekauft, sodass das dann auch recht schnell gemacht ist. Oh, eine Mücke. Oh nein. Ja, von den Mücken gibt es hier tatsächlich sehr viele Exemplare.
Und gleich werde ich vielleicht noch mal einen Rundflug machen hier einmal über das Gebiet und mal schauen, ob da gute Aufnahmen bei rumkommen. Die Sonne verschwindet jetzt auch gerade hinter den Bäumen, das heißt, wir sind jetzt hier auch schon im Schatten. Aber das ist natürlich der Vorteil, dass morgen dann die Sonne früher da ist. Alles eine Sichtweise, alles eine Frage der Perspektive. Oh, hier kocht es auch schon. Ja, dann sage ich mal bis später.